Ich begrüße euch wie immer zum heutigen Video mit dem Thema, ihr habt es ja unserer Maske entnommen, wir wollen einen Vortrag in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien organisieren. Was ist zu tun oder was wäre zu tun? Italien bitte, hier beschränken wir uns auf den deutschsprachigen Raum, also sprich Südtirol. Bevor ich aber zu dieser Thematik komme, welche ich dann wirklich in Kürze erklären werde, möchte ich euch ersuchen, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um immer informiert zu sein, wenn ein Livestream startet oder sonstiges. Ja? Also bitte abonniert den Kanal. Ja, und ich bedanke mich auch bei allen. Also schön langsam, jetzt haben wir schon über 1000, Gott sei Dank, Abonnenten nach knapp 2 Monaten unseres Kanals. Und hier recht herzlichen Dank für das Interesse und ja, dass ihr informiert bleiben möchtet. Das Zweite, bevor ich mit der Thematik beginne, ist, im gestrigen Livestream wurde ja im Live-Chat wurden ja Fragen beantwortet und hier bekam ich ja zwei Fragen betreffend eines Vortrages. Der erste war in Schwechat oder Leobendorf, irgendwo die Gegend, ja. Und den zweiten, das war der erste, und der zweite, da hat mich eine Gabriele L., ich appelliere jetzt an die Frau Gabriele L., welche im Live-Chat gefragt hat, ob ein Vortrag in Wels möglich wäre und ob ich Interesse hätte. Ich habe diesen Post leider übersehen, weil so viele Fragen gestellt wurden. Es tut mir leid, liebe Gabriele, aber bitte, auch für dich gilt jetzt dieses Video und diese Erklärung. Ja? Also in diesem Sinne einmal danke dafür, für die Anfrage. Ja, was ist zu tun? Wenn jemand einen Vortrag organisieren möchte, dann wäre es auf alle Fälle ratsam, in erster Linie sich über den Verein vorab schlau zu machen. Das heißt, Homepage lesen, Videos ansehen, ja, denn ein Organisator sollte ein bisschen über die Vereinstätigkeit, über das Wirken, über die Umsetzungsmöglichkeiten mit unseren Projekten, Forschungs- und Schutzprojekten betraut sein. Der sollte das wissen. Denn ein guter Organisator ist immer jener, der informiert ist, ja, und dementsprechend auch Interessenten lukrieren kann. Man muss auch als Organisator immer davon ausgehen, dass potenzielle Interessenten, ja, auch dem Organisator Fragen stellen. Du organisierst das, was ist das eigentlich? Wer ist MV Mensch und Versorgung? Was macht MV Mensch und Versorgung? Was hat MV Mensch und Versorgung schon in der Praxis umgesetzt und so weiter? Also mit diesen Fragen muss sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch ein Organisator befassen. Ja, also bitte vorher schlau machen und dann die Leute mehr oder weniger ansprechen und einmal nachfragen und so weiter. So, das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, was benötigen wir vom Organisator? Und zwar, wir benötigen den Namen des Organisators, die Kontaktdaten, am besten die Handynummer, ja, weil man koordiniert sich dann ja per Handy zusammen, man telefoniert persönlich und so weiter. Ja, was wir noch brauchen, sind 2 bis 3, von mir aus auch 4 verschiedene Terminvorschläge, welche man im Rahmen dann der Koordinierung sagen kann, okay, wir nehmen diesen oder jenen Termin, das ist ganz, ganz wichtig, also bitte angeben, Jänner, Februar, März, wie auch immer, ja, dann benötigen wir, wenn es schon möglich ist, die Location, wo ist das, ja, welcher Ort, Straße, Gasse, Hausnummer und so weiter, ja, und die Location habe ich gerade erwähnt, sollte auch erwähnt werden. Ja, das ist eigentlich kurz und bündig das Einzige, was ich sagen kann. Die E-Mail-Adresse werde ich unten verlinken. Ich sage es jetzt im Video trotzdem: office@mv-mensch-und-versorgung.com. Also, das wird verlinkt. Ihr habt aber sicher auch auf der Maske rechts oben gesehen, die Maske Immunität bei zukünftigen Pandemie-Maßnahmen, so funktioniert. Und zwar gab ich vor kurzem beim YouTuber, und er ist ein sehr guter YouTuber, welcher Videos
in allen Thematiken von Politik angefangen bis auch über unseren Verein macht, mit interessante Quellenangaben unter seinen Videos. Bitte, kann ich nur empfehlen, Schnippes Akadom auch zu abonnieren. Also der Mann, der kann was. Im Übrigen ist der Schnippes Akadom auch bereits und seine Kinder Mitglieder bei uns. Ja, also das muss ich auch gleich dazu sagen. Hilft auf alle Fälle auch den Organisatoren in Kurzform etwas mehr über unsere Wirken und über unsere Tätigkeit zu erfahren. Unterhalb seht ihr, lasst uns gemeinsam Leben retten. Warum? Warum ist dieses Bild drinnen? Hat eigentlich mit Organisieren gar nichts zu tun. Es befinden sich auf dem Bild meine Wenigkeit, wie ihr seht, aber auch rechts davon eine Dame, und das ist meine verstorbene Ehefrau Ellie. Ja, für uns war schon bei der Gründung unseres Vereines nur eines wichtig: lasst uns gemeinsam Leben retten. Wir haben schon sehr viel Leben gerettet, auch während der Corona-Zeit, bis heute nachweislich, ja, muss man dazu sagen. Aber ich wollte das nur als, ja, zum Nachdenken dazugeben, diese Maske, denn auch nach dem Tod meiner Ehefrau Ellie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir ein großes Bedürfnis, und es war ihr Wunsch, wenn mit ihr etwas passiert, dass wir den Verein weitermachen, dass wir den Verein aufbauen, dass wir das Beste weiterhin für unsere Mitglieder entwickeln und auch umsetzen. Und das machen wir, und deswegen ist auch diese Maske dabei. So, ich hoffe, es war nicht allzu lange und es war verständlich erklärt. Also bitte, wer Vorträge organisieren möchte in Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, gerne mit uns Kontakt aufnehmen, und wir schalten uns betreffend Koordinationen zusammen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Pfiat euch!